Servus, hier ist der Martin. Heute bin ich auf der Eurobike. Ja, das ist eine Fahrradmesse, nicht nur eine Fahrradmesse, eine Leitmesse. Hier werden viele Produkte vorgestellt, neue Produkte. Und was will ein E-Auto-YouTuber auf einer Fahrradmesse? Also, es geht ja immer mehr ineinander über. Gerade wenn man sagt, hier die letzte Kilometer, nur zum Einkaufen, nur zum Arbeiten fahren. Ob das jetzt ein kleines E-Auto ist oder so ein großes E-Fahrrad, das geht wirklich sehr ineinander über. Hier auf der Eurobike kann man jede Sachen auch Probe fahren. Also hier gibt es Fahrräder, Lastenfahrräder, Elektro-Chopper, alles Mögliche. Und ja, es ist so ein Fahrerlager bei der Formel 1. Und hinter mir ist die Firma Hopper Mobility und da will ich mal den Hopper fahren. Das sieht aus wie ein kleines Auto, da bin ich mal wirklich gespannt. So, ich habe es geschafft. Nach ein bisschen Anstehen habe ich hier jetzt einen dieser Hopper von Hopper Mobility. Neben mir ist der Sebastian, der will mir mal hier das Wichtigste zeigen, damit ich eine Runde drehen kann. Sebastian, auf was muss ich denn achten? Von Prinzip sieht es aus wie ein Fahrrad da unten. Genau, es hat unten Pedale, es hat aber anders als ein Fahrrad kein Lenker, sondern ein Lenkrad. Funktioniert wie ein Lenkrad ebenso funktioniert. Es gibt hier unten eine Bremse. Es ist ein rückradgelenktes Fahrzeug, das heißt, man dreht über das Hinterrad, was dazu führt, dass man einen sehr engen Wendekreis hat. Ansonsten hat man hier im Cockpit verschiedene Einstellungen. Man kann Fahrmodi wählen, man kann Blinker setzen, wir haben eine Hupe, wir haben ein Display, der Geschwindigkeit und andere Funktionen des Fahrzeugs zeigt. Aber es fährt ja elektrisch, aber ich muss trotzdem treten. Es ist wie ein E-Bike, es unterstützt mich beim Treten. Ja. Und brauche ich dafür jetzt irgendwie ein Nummernschild oder sowas? Oder? Es ist ein Pedelec, also ein Fahrrad. Ist ein Fahrrad. Bis 25 km/h, genau, es darf auf dem Fahrradweg, man braucht keinen Führerschein, man braucht keine Zulassung. Kann überall dort gefahren werden, wo ein Fahrrad gefahren wird, kann überall dort geparkt werden, wo ein Fahrrad gefahren wird. Bloß hat man eben ein bisschen anderes Gefühl. Man hat einen Sitz, ein Lenkrad und man hat ein Dach über dem Kopf, was bei Regen einfach schützt oder auch vor der Sonne schützt an so einem Tag wie heute. Also wäre praktisch, wo man immer sagt, man braucht ein kleines E-Auto mit einer kleinen Batterie, um einkaufen zu fahren. Genau. Oder wenn der Job nicht weit ist, könnte man eigentlich auch auf sowas fahren, statt ein Lastenrad oder ein E-Bike, weil es eigentlich, also aus meiner Sicht, sehr autoähnlich ist auch irgendwie. Man sitzt drin, man hat bequem und das hier ist auch, ich glaube, ein Kofferraum oder sowas, gell? Wir haben hier eine Rückbank, da kann auch eine Person mitfahren und wir haben hinten auch einen Kofferraum, da passt eine Getränkekiste rein und ein Einkauf zum Beispiel. Also man hat dort, wie du es gesagt hast, es kann ein Auto ersetzen in der Stadt, weil es einfach sehr ähnliche Funktionen erfüllt. Man ist auf Strecken bis 10 Kilometer, ist man wahrscheinlich mindestens genauso schnell wie im Auto. Man hat Platz, ist komfortabel unterwegs, man kann Sachen mitnehmen, kann die Arbeitstasche hinten reinpacken, kann die Kinder zum Kindergarten fahren. Und den gibt es auch schon zu kaufen oder ihr produziert ihn gerade? Man kann bald kaufen oder wo findet man die Infos? Genau, den gibt es im Moment noch nicht zu kaufen, aber man kann ihn bald kaufen. Die Infos findet man am besten bei uns auf der Website, das ist hopper-mobility.com. Dort gibt es alle Infos, dort wird natürlich auch aktualisiert, sobald es das Fahrzeug zu kaufen gibt. Und so wie ich jetzt hier eine Probefahrt machen kann, ich bin ja auf der Eurobike, auf der Messe in Frankfurt, bietet ihr auch Probefahrten noch an, gell? Ich glaube, das findet man auch auf der Homepage. Genau, man findet auf der Homepage auch Infos zu Probefahrten. Wir haben in Augsburg und Hamburg, gibt es generell die Möglichkeit, Probefahrten zu machen. Aber darüber hinaus werden wir auch an anderen Standorten immer mal wieder sein, so wie hier auf der Messe. Und das wird man dann über unseren Newsletter oder über die Homepage erfahren. Na super, das sollte mir reichen als einfach. Ich drehe einfach mal eine Runde und guck, was passiert. Genau. Und dass ich euch das Ding wieder unbeschadet zurückbringe. Danke, gell? Bis dann. Viel Spaß, danke. So, und geht's auf die Strecke. Leute, ich fahre eine Runde hier mit dem Hopper. Das ist ein tolles Gefühl. Das Treten ist nicht anstrengend. Ich schalte mal um. So, hier ist ein Bereich, wo ich besonders langsam fahren muss, weil da Zuschauer sind. Also es fährt sich wirklich schön. Da werde ich überholt. So, eine Rechtskurve, da soll ich vorsichtig fahren. Immer vorsichtig um die Kurven.
Ja, das war schon hier die erste Runde. Also man kann nichts sagen, es macht sehr viel Spaß. Ich war ein bisschen dran gewöhnt. Holzfahrräder überholen mich. Also super Gefühl mit dem Hopper. So, der Sebastian hat sich bereit erklärt, auch mal eine Runde zu fahren, dass ihr es nicht nur aus der Fahrerperspektive seht. Und schaut euch das mit dem Hinterrad an, wie das einlenkt. Und das Ding, Sebastian, das kann auf der Stelle wenden, ne? Fast wie ein Drift. Wie schnell kann man fahren, Sebastian? 25. 25. Genau.